Hallo und herzlich willkommen zu einer Folge Hexit. Was lacht der so? Ja, wegen Zirp, Zirp. Ach so, Zirp, Zirp, ja. Wir hatten gerade einen kleinen Insider zwischen den Aufnahmen. Okay. Die Sortieranlage läuft gerade auf Hochton, habe ich das Gefühl. Ja. Dadurch, dass wir jetzt natürlich beide Eingabetruhen gerade aktiv haben, haben wir natürlich gerade logischerweise doppelt so viele Items im System, die gerade einsortiert werden. Und du wolltest gerade Lava beschaffen. Ich weiß, mache ich auch gerade. So. Immerhin haben wir jetzt hier mal eine anständige Treppe. Hier hinten. Na. Oh, wie kommt hier Redstone rein? Wieso gucke ich nicht einfach mal auf der Map nach dem Lavasee? Ja, ist so, wo du dumm bist. Ich will hin, bin. Ach, Redstone war ja in die andere Kiste. Ups. So, haben wir hier oben irgendwie Sachen nur am rumfliegen? Nein. Oh, meine Engine ist grün. Deine auch. Ich kann die von hier unten immer gut sehen. Das ist gut, dass ich die sehen kann. Und jetzt habe ich hier schon wieder nur sowas, was aus dem Berg kommt. Das ist noch nicht mal ein richtiger See. Alter. Aber immer kann ich einen einmal damit füllen. Ja, okay. Wir müssen gucken, wie wir das mit den Essenzen jetzt machen. Ich muss mal was überlegen, wie mache ich das mit den Essenzen jetzt. Das Problem ist nämlich, dass die ganzen Filter voll sind. Oh, Diamanten in der Wand nehme ich auch nicht mit. Ey, das ist wieder nur was, was aus der Wand kommt. Lass mich doch verarschen, oder was? Oh, ich habe ja gar nicht mal die Hexerrüstung. Scheiße. Haha, ich brenne. Und was meint ihr? Überlebe ich das oder überlebe ich das nicht? Na, ich kann noch ins Wasser. Na, ich gehe ins Wasser. Schaffe ich es noch ins Wasser? Na, ich glaube, ich schaffe das nicht mehr ins Wasser. Na, ich habe aufgehört zu brennen. Cool. Also war es gerade Action pur? Echt? Ja, direkt neben der Lava ist Wasser. Und statt dass ich da reingehe, nein, ich fliege erstmal zum Meer, was 1000 Blöcke weiter weg ist. Ich lag ab. Okay. So, da habe ich zwei Lava-Eimer, dann gehe ich mal ins Wasser. Wir müssen, glaube ich, einen extra Essenzfilter machen. Hier unter ist ja mein Dach. Doch, da ist ja Block über mir, ne? Ja, das dürfte klappen. Ja, pass auf, dass es nicht nur ein Half-Step ist. Das geht nicht. Weil da auch bestimmt der World Generator ein Half-Step hingemacht hat, ne? In Villager-Dörfern oder so oder in Battle-Towern. Also, da gibt's Unfälle. Ich bin aber gerade nicht in einem Villager Tower. Villager Tower, alles klar. okay. Grau wird der Special Essenzenfilter. Ja, das ist ein Creeper. Wo ist ein Creeper? Nirgendwo. Sicher nicht? Oh, scheiße, hier ist ein Creeper in der Technik. Den meine ich aber gar nicht. Ich bin Benatro. Ich bin irgendwie der Spider-Man. Spider-Schwein, Spider-Schwein. Spider-Schwein, Spider-Schwein. So, wo soll ich die Lava hin platzieren? Ich nehme mal an, hier. Was, stopp, warte mal auf mich. Okay. Also, den einen. Links, genau über dir jetzt? Über mir, wieso denn über mir? Da sterbe ich doch. Genau. Also einmal genau links. Obwohl, warte, das könnte gefährlich werden. Wenn du dir da jetzt hinsetzt, dann könnte es, ja. Pass auf. Jetzt rechts, genau unter dem Rohr eine. Genau. Achtung, ich baue hier schon mal gelassen. Und jetzt genau vor dir auf deiner Kopfhöhe noch einen. Komm raus und wir machen dicht. Gut so, oder sollen wir es anders machen? Gut so, ich verbrenne erstmal meinen Müll. Stopp. Das ist noch nicht erfasst im System. Doch.
Warte. Ich muss ganz kurz gucken. Haben wir eine Systemerfassung? Ja, was erkennt er denn? Müll oder was? Nein, ich muss noch gucken, ob das hier oben schon im Filter drin ist. Du kannst nur... Moment. Du kannst bis jetzt nur 4 Saplings verbrennen. Musst du jetzt jedes einzelne Item da einzeln eintragen? Ja. Na dann guten Appetit. Ja, Emerald Charts müssen auch noch rein. Das kann aber nur eine Weile dauern. Ich muss mal ganz kurz meine Engine abschalten, sonst überhitzt die Insel. Du solltest deine mal ganz kurz an- und ausmachen, weil ich weiß nicht, ob das so gut ist, wenn die dunkelrot wird. Sag, wenn sie grün ist. Kannst anmachen wieder. Hab angemacht wieder. Okay, wir können jetzt schon mal... So, da reiche ich zwei, da reiche ich zwei. So, ich hole mir von oben dann schon mal Magic Essenzen und sowas von dir ab und trage dir schon mal alle in den Filter ein. Essenzen. Brauche ich die und die. Magic Essenzen? Da gibt's doch nur eine. Ich glaube, die ganzen anderen Essenzen brauche ich auch noch. Es sind aber keine Magic Essenzen. Oh mein Gott. Hast du mal Hexekill? Ne? Hast du Hexekill Essenz noch für mich? Ja. Brauch eine. Wieso kommt die Hexekill-Essenz bitte in die Essenzenkiste? Die kommt in die wertvolle Kiste. In die Hexekill, also in die Hexet wertvolle Kiste. Natürlich kommt die da rein, das ist klar, aber ich brauche trotzdem einen Hexekill-Essenz, um das zu programmieren. Eine oder gleich alle? Eine. Auch ein Hexekill Diamond? Gerade kein Inventarplatz. Moment, ich tu ganz kurz was in meinem Backpack. Ja, gib her. Jetzt sehe ich ihn gerade nicht mehr. Ach, da. Dankeschön. Kein Tschüss! Ding. Ich will mal weg. Ah, Hilfe, Monster, Hilfe. Ich bin richtiger Profi-Dieb. Ich bin da mal weg. Tschüss. Ah, Monster! Mein Fleisch. Ich hole mir noch mehr Fleisch jetzt. Ja, ich darf das nämlich essen. Ich bin nämlich ein Muslim. Ah, Skelett. Nee, nachts sind eh nicht so viele Tiere. Oder ach, komm, verbiss ich mal. Wo ist denn? Feier. Oh, er hat ein Herz gedroppt. Der mag mich voll. Jetzt habe ich es gegessen. Okay. Die sind alle in den Filter eingetragen. Okay, hier oben muss ich nochmal umbauen. Alter, wo bist du? Ach, der ist da. Bei Gelb gehen die ganzen Essenz mal rein. Alter, wo ist der? Ey, Alter, was hast du hier gebaut? Das ist ja... Ich? Da kann man ja drin wohnen. Was ist das hier? Ja, ich hab's großräumig gemacht, falls es mal ein Problem gibt, damit ich's besser finden kann. Oh, das ist ja eine richtige Autobahn hier. Hier ist der Wartungsraum, ja. Ich weiß, das sieht ziemlich kompliziert aus. Ah, es brennt! Wo brennt es denn? Ja, hier ist ein brennender Pfeil im Rohr. Ich bezweifle, dass das so förderlich ist. Ach, das passt schon. So, upsala. Falscher Filter. Das ist schlecht. Ha, gut, alles. Gut. Wenn was im falschen Filter ist, kann es böse enden. Und zwar, dass alles unsortiert ist. Wer hätte das gedacht? Okay, wir haben ein großes Problem. Du bist das Problem, Junge. Nein, lass mich mal reden. In dem Filter für
wertvolle Hexit-Sachen ist kein Platz mehr. Fuck. Echt nicht? Ja. Hm. Das ist doof. Was machen wir da? Das wäre grün die Leitung und bei rot. Okay, ich weiß, wie ich es mache. Na, das ist gut. Ich nehme mich nicht. Nicht. So, grün. Ich hab hier und noch speisen nicht. Wir das hier drüben ins System ein. Oh, scheiße, das wäre vielleicht eine schlechte Idee. Hoffentlich kommt jetzt hier gerade nichts. Oh Gott, zum Glück ist hier gerade nichts durchgeflogen gekommen. Das hätte böse enden können. Warum? Weil es hätte böse enden können. Weil ich gerade ein Loch in der Leitung hatte. Oh, das könnte gerade auch böse enden. Du bist eine richtig inkompetente Ente. 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 Ich suche jetzt wieder roten Farbstoff. Ich will diesen Kack-Sief. Das will jetzt liefern. Ne, ist echt so. Na, dass wir auch nirgendwo diesen scheiß Farbstoff finden. Das riecht so auf. Also, den muss es ja irgendwo geben. Ja. So, hoffentlich kommt jetzt nicht genau jetzt gerade hier was durchgeflogen. Oh, gibt es Farbstoff? Na. Wieso singe ich schon Weihnachtslieder, Alter? Es ist gerade mal Spätsommer. Ist ja noch nicht mal Herbst. Also gut, wenn das Video rauskommt, dann ist Herbst, aber. So, und über diese Leitung. Also, jeder mal, wie verspätet ihr das alles erst? Ich sag ich. Ihr seid richtig retardet. Kann man das roten Pilzen, roten Farbstoff machen? Nee, natürlich nicht. Wäre zu einfach. Die sind doch rot, die Pilze. Wieso kann man damit keinen roten Farbstoff machen? Moment, jetzt haben wir gerade ein Problem. Ja, hier sind rote Blumen. Rote Rosen im Sonnenschein. Heidi. Was ist denn heute mit dir los, mein Gott? Ich hab gute Laune. Hast du gerade meinen Namen gesagt? Na, was ist denn mit dir los heute? Achso, ich hab's verstanden. Nee, sag nicht, was du verstanden hast. Boah, ich bin heute irgendwie ein bisschen hab zu wenig geschlafen. Oh, ich habe gar nicht so wenig geschlafen. Was will ich jetzt machen? Ach so, das ist der falsche Backpack. Das wollte ich machen. Grüne Wiesen im Sonnenschein. Das irgendwas stimmt mit dem heute nicht. Ach ja. Hi. Was ist mit mir los? Ich will das nicht sehen. Ich will das gar nicht. Okay, Lapis, Kohle, Redstone. Und hast du noch den Hexical Diamond? Ich brauche den mal ganz kurz. Ich will das nachgucken. Ja, Moment, ich muss ihn noch ganz kurz in einen Filter eintragen. Mach das mal. Sieht man hier auch irgendwo mein Dingen? Also das, was ich da oben habe? Oder ist es rot? Das sollte ich gleich mal ganz kurz ausmachen. Also ich weiß auch gar nicht, ob das gefährlich ist, wenn das rot ist oder so. Aber auf jeden Fall gibt es mir so denken, dass es die Farbe ändert. Ich mach's mal ganz kurz aus. Gut, ich mach's wieder an. Wäre super, wenn du mir das Ding dann hochbringen könntest, ne? Ja. Aber wo genau hast du dieses Ding hingemacht? Weil ich würde das ganz gerne auch mal sehen, dass ich mir da so einen Glasblock hinmache, dass ich sehe, wann das rot wird und wann nicht. Ja, dass ich überhaupt sehe, wann es an ist. Hinter der Kiste, also ein. Hinten, genau hinter der linken Seite der Kiste ist das Ding. Aber ich glaube, das ist schlecht zu erkennen von oben. Das kannst du laut sagen. Echt, soll ich? Nee, kann ich nicht gerade. Okay. Kannst du nicht laut reden, bist du schüchtern oder was? Jetzt mal einen Sprachkurs machen. Den Kursus. Doch, von hier aus sehe ich das. Aber die Bildqualität ist kacke. Ich will eine bessere Bildqualität haben. Ich baue nochmal ganz kurz einen Block ab, ne? Wenn ihr das nicht so ausmacht. Ja, meine Spitzhacke ist kaputt, das ist doof. Ganz kurz. Du willst einen Hexical Diamond, ne?
Nun nenne ich an sie alle. Oh no, ey. Ich würde ihn hier oben in die Kiste reinpacken, aber ich habe Angst, dass er dann abgezogen wird. Das wäre unpraktisch. Hier, bitteschön. Wo ist er denn? Liegt hinter dir. Hä? Ach, du bist sogar nicht. Ah! Mein Inventar ist voll. Mein Inventar ist voll. Das Inventar, Inventar, ta, ta, ist voll. La, 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 la. Grüne Fuck! La, 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 la. Leute, ey, was ist das? Wieso muss das mir passieren? Okay. Tja, Leute, da habe ich wohl ziemlich gelitten, ne? Halt die Radars Video bei mir gucken. Einmal bitte ein Mitleids-Faceballen für mich. Dankeschön. Kommt nicht in Frage. Kommt auch nicht in Antwort. ja, du bist witzig. Das heißt, ich bin witzig, ja, das weiß ich. Grüne Wiesen im Sonnenschein. Wo hab ich denn die gefunden? Ratatata, ratatata. Ich bin halt irgendwie ein bisschen crazy. Crazy, 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 crazy. Alles klar. Kratzi, kratzi, kratzeis. Kratzeis ist lecker. Gar nicht. also geht ja. So, geht das Auto. Weiß gar nicht, was alle so an Kratzeis finden. Ich finde das wirklich voll lecker. Habe ich mir das immer nach Schule da bei dem Kiosk gekauft. Der alte Kiosk. Alter, wie lange das schon her ist. Er hat den zugemacht, ne? Echt, haben die zugemacht? Ja, da ist jetzt irgendwas anderes drin. Ich weiß aber nicht, was. So ein bisschen Vorrat kann auch nicht schaden. Und diese Leitung hier wiederum einspeisen. Sag mal, sind bei dir oben in der Kiste überhaupt noch Sachen drin? Welche Kiste? In der Einzugskiste. Das frag doch mal Heidi. Deine Bergluder. Weil da kommt gar nichts mehr raus bei dir. Ich finde gerade unsere Tür nicht. Ach, da ist er ja auch. Da habe ich gerade meine. Das ist leer, ja, das ist richtig. Was, warum ist denn da jetzt ein Koppelstein? Du kannst jetzt übrigens jegliche Art von Essenzen und Hexical Essenzen und alles da reinballern, ja? So, ja. Okay. Von Hexical Essenzen gibt es auch nur eine Art. Ist dir klar, ne? Grüne Wiesen im Sonnen. Ja. Hört sich doch meine Steckdose noch lauter aus. Grüne Wiesen. Oh, ne, oder? Das habe ich jetzt komplett falsch gemacht, hier. Weißt du, wie mich das manchmal aufregt? Gelb. Müllfilter. Okay, was soll alles in den Müllfilter rein? Emerald Shards, so weit waren wir schon mal. Müll. Was ist denn alles Müll? Du bist Müll. Ja, selber. Ihr habt gesagt, ja, selber. Oh, guck mal, das ist auch lustig. Das ist, glaube ich, viel hochwertiger. Das ist bestimmt so ein russischer. Wie heißen die Dinger? Weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall sehen die so ähnlich aus irgendwie. Nur, dass sie eine andere Farbe und eine andere Form haben. Und irgendwie ganz anders aussehen. Gelben Felder. Also die Logik erschließt mir jetzt auch gerade nicht, aber. Was habe ich jetzt gemacht? Emerald Shards. Wer hätte das gedacht? Wo die wohl herkommen? Grüne Wiesen im Sonnenschein. Heidi. Heidi. Ey, ich hab was für dich. Das kannst du. Komm mal her, zu mir hier hinten. Oh, du hast sie. Ich habe jetzt auch deine Brustplatte genommen. Ja, ist schon in Ordnung. Pass mal auf, hier in die Kiste kannst du mal. Welche? Ich habe nicht nachgeguckt. Hier in die Eingabekiste kannst du mal einen ganzen Emerald Shards und so reinpacken. Ist das und die Müllkiste? Die, ja. Das, nein, das ist nicht die Müllkiste, das ist die Einsaugekiste. Also, warum soll ich das immer? Und dann darfst du die Ärger haben und Hebel umlegen.
dann gehen wir jetzt gleich mal weiter nach unten und gucken uns an. Bam, 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 der ganze Scheiß verbrennt. Jetzt gucken wir uns das Spektakel an, jetzt hier. Mike, ich bin sogar schneller als du. Du bist voll unfortschrittlich. Fortschrittlich. Das könnte eine Weile dauern, bis es hier unten ankommt. Da würde ich dann jetzt Fahrschulmusik einblenden. So wahre Musik. Ja, wenn ich sie hätte auf der Festplatte, würde ich sie auch einblenden. Ah, die ersten kommen. Also hier oben bei mir. sie kommen jetzt gleich in der Goldleitung an, dann geht's schneller. Was für eine revolutionäre Erfindung. Die Goldleitung, ja. Oh, der erste kommt jetzt. Wir müssten eigentlich theoretisch direkt da, wo das... Oh, cool. Da, wo das aus der Kiste rausgesogen wird, theoretisch müssten wir da direkt eine Goldleitung machen, damit das immer so ein bisschen beschleunigt wird, verstehst du? Ja, da, wo es aus der Kiste rauskommt, ist ja auch sofort eine Goldleitung. Hey, wieso dauert es denn so lange? Ja, weil ich ein paar Umschleifungen habe und da müsste ich auch noch Goldleitungen einbauen. Also das Problem ist nur, am Anfang kann man keine Goldpipe setzen, da braucht man eine Holzpipe, um das aus der Kiste rauszusorgen. Und dann kommt nochmal eine Eisenpipe, damit das, was von oben kommt und was von meiner Eingabekiste kommt, in eine Richtung geht und nicht irgendwie von meiner Eingabekiste nach oben zu deiner oder so. Mhm. Und deswegen dauert das ein bisschen länger. Auf jeden Fall, Leute, ihr seht, die Emerald Charts kommen jetzt hier unten angeflogen. Verbrennen so langsam, das finde ich super. System läuft. Hier müsste man halt bei diesen Schleifen nochmal Gold einbauen. Dann würde das sich beschleunigen. So, wir müssen dann noch einen Essenzentest machen. Das haben wir schon die zweite Exit-Rüstung. Also einmal. Du brauchst ja auch noch. Jo. Ich habe mir jetzt die Brustplatte von dir stibitzt. Ich hoffe, das ist nicht schlimm. Nee, ist auch nicht schlimm. Aber ich werde dir, solange die nicht enchanted ist, eh nicht ansehen und so, von daher. Okay, gut. Wie machen wir es jetzt mit... Ja, die Frage ist, was machen wir jetzt noch für Kategorien? Ich meine, andere Arten von Blöcken. Was haben wir da noch, ja? Das weiß ich nicht. Was für Blöcke sollen alles noch in die Stone-Kiste und sowas kämen jetzt? Ach, Stein würde ich sagen. Aber ich würde sagen, wir sind schon mal 23 Minuten. Das war jetzt... Ja, also ich würde sagen, das war das Finale der Baufolge. Also es wird noch ein bisschen da einprogrammiert dann. Das machst du dann wahrscheinlich. Das ja, würde ich also aber jetzt nicht als Bauen zählen. Also mit dem Bauen sind wir jetzt einfach mal fertig. Natürlich werde ich hier irgendwann nochmal ausbauen. Wobei, jetzt wo ich hier keine Kiste mehr dran habe, werde ich das eigentlich gar nicht mehr machen müssen. Glas da brauche ich auch nicht, weil wann sind wir schon mal hier drin. Bei dir unten müssen wir vielleicht nochmal die Wände ein bisschen ändern. Dann würde ich noch die Decke machen. Ansonsten sind wir fertig und den Boden. Genau. Und würde ich sagen, das war's. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao. Tschüss.